Herzlich willkommen zu Shutout, dem Eishockey-Magazin. Zum vorletzten Heimspiel der Hauptrunde gegen Schwenningen musste Ehrenberger weiterhin auf Todd verzichten, der aber nächste Woche wieder fit sein soll. Christian Heumann hatte Leistenbeschwerden und Markus Löffler pausierte wegen muskulären Problemen am Rücken. Klotz und Schneider waren wieder fit und kehrten ins Team zurück. Für die Eispiraten war es ein weiteres Vorbereitungsspiel auf den Abstiegskampf. Für die Gäste hingegen ging es um einiges. Der Sieg gegen den ETC war fest eingeplant, um das finanziell bedeutende Heimrecht für die Playoffs zu bekommen. Das heißt, Platz 4 muss gehalten werden. Das Match begann ausgeglichen. Nach einer Strafe gegen Würle spielte Schwenningen in Überzahl. Das zweitbeste Powerplay-Team der Liga konnte durch Dustin Weidkotten in Führung gehen. Zahlreich mitgereiste Wild Wing Fans sahen dem 3-Punkte-Sieg optimistisch entgegen. Nächste Situation, Grimmitschau nochmal in Unterzahl. Erik Schneider erkämpft sich den Puck, kontert im Alleingang. Wild Wing Torhüter Rosseflav Haas kann parieren. Im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause ist Schneider wieder topfit und lieferte eine super Leistung ab. Aber nicht nur er, sondern das komplette Eispiratenteam spielte sehr gut. Als wäre ihnen eine Last von den Schultern gefallen, agieren die Grimmitschauer immer lockerer und befreiter. Ausrutscher rettete Martinovic im Tor mit ansteigender Leistungskurve. Mehr und mehr übernahm der ETC gegenüber dem Favoriten die Führungsrolle. Der Ausgleich durch Ryan Smith, die logische Konsequenz. Klotz auf Smith, 1:1. Die eigentlich gut formierte Wild Wing Abwehr konzentriert sich zu sehr auf den von links kommenden Klotz, sodass Ryan Smith ungedeckt ausgleichen kann. Schwenningen hält den Puck in der neutralen Zone. Mark Smith holt sich die Scheibe, blitzschnell von Verteidigung auf Sturm umgeschalten, kann Erik Schneider den überraschten Gegner zum 2:1 überwinden. Grimmitschau war jetzt Herr im Haus, die Wild Wings im Angriffsaufbau. Wieder stört der ETC früh und holt sich die Scheibe. Wandermeer auf Bambridge knapp vorbei. Coach Ehrenberger konnte mit der soliden Leistung seines Teams zufrieden sein. 2300 Fans waren es ganz sicher. Der zweite Abschnitt begann wie der erste endete. Der ETC dominierte. Dietrich auf Schneider und der erhöht auf 3:1. Kaum ist Schneider zurück, greift er schon wieder nach der Top-Torjägerkrone der Liga. Und das gegen ein Team, welches ihn gern für die nächste Saison verpflichten würde. Viele Nicklichkeiten sorgten neben dem spannenden Spiel für Emotionen. Hauptschiedsrichter Hascher hatte alle Hände voll zu tun und schien teilweise mit seinen Linesmen überfordert. Den Fans auf den Rängen heizte die Action auf dem Eis bei minus 8 Grad Lufttemperatur ein. Mike Bullard, Schwenningens Coach, war ebenso hitzig aufgrund der schwachen Leistung der Wild Wings in einem sehr wichtigen Spiel. Detterer auf den freistehenden Schubert. Rosteslav Haas rettete seine Mannschaft mit super Paraden vor einem viel höheren Rückstand. Grimmitschau über Witt.
Nochmal Witt. Und wieder reagiert Haas ausgezeichnet. Trotz der wenigen Fans im Stadion übertrug sich die Spielfreude auf die Ränge und es herrschte Partystimmung. Gute Laune ohne Grenzen, Mirko Reinke mit dem 4:1. Ryan Smith auf Reinke. Und ein Schwenninger lenkt den Puck eigenhändig zum 4:1 ins Tor. Schwenningen bemühte sich in der Schlussphase um eine bessere Leistung, doch die größeren Chancen hatte der ETC. Die Wild Wings bekamen die Scheibe nicht gefährlich vor Martinovichs Tor. Dafür noch einmal ein schneller Eispiratenkonter. Krehl auf Detterer. Und Haas, der wohl beste Baden-Württemberger am Abend, hielt das schmeichelhafte 4:1. Minus 8 Grad waren vergessen, Party- und Gänsehautatmosphäre im Saarpark. Schwenningen-Coach Mike Bullard mit lobenden Worten für Krimmitschau. What Krimmitschau spielt gut. This is a team that ich denke, that is better than the Platz in the Tabelle. They have good spielers and you know, hopefully they have viel Glück in the Abschieds, or hopefully it's still not final about the playoffs. But Krimmitschau is a good Mannschaft, and for me they have good young talent, and for us it's been hard. And danke, we can nicht spielen in Krimmitschau this year.